Wen darf man eigentlich als Corona-Leugner bezeichnen? Herr Ballweg findet, man darf das nicht sagen. Es sei zu nah an Holocaust-Leugnung und damit wollen wir nichts zu tun haben. Er hatte auch dazu aufgerufen, man solle Medien beim Presserat anzeigen, damit die Rügen bekommen, weil das ja unfein und unzutreffend wäre. Schauen wir uns das juristisch an und gut, dass Sie diese Parallele zur Holocaust-Leugnung aufgebracht haben. Wir selbst wären da nicht auf diese Idee gekommen, aber die Rechtsprechung hat ja nicht viel zu Corona-Leugnern bisher gesagt, aber sehr viel über Holocaust-Leugnung. Und da können wir dann die Frage klären, ist man auch dann ein Leugner, wenn man das Grundereignis dem Grunde nach zwar akzeptiert, aber in seiner qualitativen oder quantitativen Ausprägung bestreitet. Und da sagt der Bundesgerichtshof, ja. Jemand, der relativiert, leugnet auch, ein teilweises Leugnen sei das. Insofern ist derjenige, der beim Holocaust sagt, nein, es waren nicht so und so viel, sondern nur die Hälfte Juden, die vernichtet worden sind, oder es gab gute Gründe dafür, oder es war alles nicht schlimm, weil es andere Motive gab. Das ist auch Holocaust-Leugnung im Sinne des Paragraphen 130 StGB. Den haben wir nicht für Corona. Es ist nicht verboten, Corona zu leugnen. Man darf sagen darüber, was man will. Und da wären wir wieder bei der Meinungsfreiheit, die ja angeblich in der Meinungsdiktatur nicht existiert. Tut sie doch. Aber, Herr Ballweg, Sie müssen sie auch für sich akzeptieren. Sie müssen damit leben, dass andere Leute Ihre Meinung nicht teilen und sie dann auch entsprechend äußern. Und das gilt dann auch für den Begriff Covidioten, eine Wortschöpfung, die ja in letzter Zeit viel verwendet wird, die ist sicherlich wertend gemeint, aber sie fällt nach Auffassung der Staatsanwaltschaft Berlin noch unter die Meinungsfreiheit. So funktioniert das im Rechtsstaat.